Ja, meine Lieben, Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Skyboarder. Und ja, Leute, wir sind ja in der letzten Folge dort stehen geblieben, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, welchen Erfolg wir als letztes hatten, Leute. Auf jeden Fall einen Mittelschnitten, dass wir da nicht weitergekommen sind. Stimmt, hier, wir sind hier nicht weitergekommen beim Kürbis. Und zwar hätten wir einen leuchtenden Kürbis machen müssen. Und da haben wir nicht so durchgeblickt. Aber wir haben es jetzt gemacht, Leute. Und wenn ihr euch fragt, warum der Ace Julians wieder nicht dabei ist oder halt nicht dabei ist, was heißt wieder? Es liegt daran, dass ich ihn einfach, der ist unterwegs irgendwie und ich konnte ihn leider jetzt nicht mehr vor die Aufnahme bekommen. Zumindest bis jetzt nicht. Und ja, Leute, dann gucken wir mal, was unsere Fortschritte sind, was wir als nächstes kommt. Und ja, also 300 Baumstämme sollen wir abbauen mit der Axt, aber das ist eher scheiße. Und dann sollen wir ein Bett craften und noch ein Kill-A-Summon-Mob-Hostile-Mob. Okay, Leute, aber eigentlich, also das mit dem Mob ist im Moment irgendwie nicht umsetzbar, weil ich glaube, Monster sind aus, obwohl ich die eigentlich angeschalten habe, aber auch irgendwie kann ich das auch nicht fixen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt, Leute, aber sobald ich weiß, woran es liegt, werde ich diese Sache natürlich in die Hand nehmen. Und so, habe ich noch Samen, die ich wieder anpflanzen könnte? Zack, 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 ja, Weizenkörner, Leute. Und übrigens, ich benutze ein anderes Texture Pack, und zwar dieses Vanilla Craft mit dem Shader kombiniert. Ich finde, das sieht echt schön aus eigentlich. Und dann gucken wir einfach mal, was wir noch so für Fortschritte haben. Ein Bett, stimmt. Ein Bett, ein Bett, ein Bett. Haben wir genug Wolle? Oh, Alter, wir haben mehr als genug Wolle. Das ist ja super. Ich mache für ihn, obwohl, brauchen wir zwei, ja, wir werden schon zwei Betten brauchen. Sechs. Also ich mache dann direkt eins für ihn mit. Und dann würde ich einfach mal sagen, sollen wir so einen Schlafplatz errichten? Also ich weiß nicht, also keine Ahnung, Leute. Und ich finde das eigentlich ganz nice, dieses Projekt, Leute, wie das Projekt auch eigentlich ankommt. Es ist eigentlich ganz gut, obwohl ich weiß, Leute, es gibt Leute, die gucken sich das nicht unbedingt an. Es kriegt auch nicht die meiste Aufmerksamkeit auf meinen Kanal, ist natürlich klar. Aber Leute, ich finde es immer noch nice, wenn sich das Leute anschauen und es trotzdem einfach immer noch oft geliked wird. Finde ich immer noch super. Und da ist das Bett. Du kannst um Nacht schlafen, okay. Ja, was ist denn der Erfolg? Home Sweet Home Reward Pass, also denied. Okay, dann mache ich einfach Slash Time Set Night, Leute, weil sonst können wir nicht weitermachen, weil wir den Erfolg unbedingt brauchen. Seht ihr? Bam. Hä? Du kannst jetzt nicht schlafen, das Bett so ist. Hä? Ah, jetzt hat. Okay, Leute, es flackert jetzt ein bisschen, aber es liegt am Shader. Tut mir leid. Ah, jetzt schlafen wir entspannt und sind aufgestanden. Wieder am Morgen. Habe ich jetzt den Erfolg bekommen? Fortschritte? Ja, Home Sweet Home. Okay, super, Leute. Den Erfolg kann ich leider erst machen, wenn ich das mit dem Monster irgendwie gefixt habe. Und dann, ja. Okay, Leute, anscheinend haben wir jetzt, es ist auf Englisch, müssen wir einen Wolf, einen Name-Tag geben und einem Cook 10 Chickens and don't burn them. Hä? Don't burn. Achso, nicht, wir sollen sie nicht verbrennen, aber wir sollen 10 Dinger kochen. Die Border war einfach kurz weg, Leute. Ja, moin. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir bis jetzt noch gar keine Chickens, aber wahrscheinlich ist es bei einer neuen Insel. Also der Shader spielt jetzt wieder verrückt, Leute. Das ist der Standard schon wieder fast. Okay. Dann nehme ich mal ein bisschen Holz mit und Essen wäre auch nicht schlecht, weil wir verhungern ja hier eigentlich schon fast. Hä? Als ob wir kein Essen haben. Stimmt. Hier haben wir ja unsere besondere Kiste. Und Kuchen haben wir da und irgendeinen anderen Crap, aber kein Ding. Okay, Alter. Ich guck mal, ob wir irgendwo schon rankommen. Da müssten wir eigentlich jetzt schon, theoretisch gesehen, müssten wir dort rankommen. Und so wie ich das hier sehe, kommen wir da auch ran. Also theoretisch gesehen. Ey, Leute, das wird jetzt ein riskanter Sprung. Oh Gott. Riskant, aber nicht riskant genug. Okay, Leute, wir springen da jetzt hin. Leute, es tut mir leid, wie die Border aussieht, aber ich kann da ehrlich gesagt nicht sehr viel dafür. Oh Gott, Leute, das. Also ich habe ehrlich gesagt ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, wenn ich das jetzt so abbaue. Deswegen gehe ich da jetzt lieber drauf und baue ihn da oben ab. Und okay. Okay.
Jetzt, wir haben eine neue Insel bekommen, Leute. Super, Alter. Okay, das ist super, dass wir jetzt eine neue Insel bekommen haben, weil die sieht ganz gut aus, Leute. Ich muss mal kurz auf die Zeit schauen. Wie viel? Wir haben noch 10 Minuten, noch gute 10 Minuten haben wir. Und was haben wir hier? Die angebaut, aber hier ist gar kein Wasser. Deswegen, ach, schade. Aber ich guck mal hoch. Hoch, hoch, hoch. Ist hier irgendwas? Ein Banner. Also, ich denke, das wird für den späteren Verlauf noch wichtig sein. Deswegen nehme ich es mal direkt mit. Okay, bumm. Hier haben wir diese Bricks, aber ich denke, die haben keine große Bedeutung. Ich guck mal einfach direkt in die Erfolge. Das hat uns jetzt hier nicht wirklich was gebracht, weil auf der Insel sind keine Hütchen. Und die hier sind ja eigentlich egal, weil im Endeffekt können wir die ja sowieso wieder vermehren. Wir werden jetzt ein Ding brauchen, wieder so ein Tor. Jetzt muss ich nämlich hier, guck mal, wie ich hier um die Ecke schleichen muss, damit ich da überhaupt hinkomme. Bam, Alter, gibt euch diesen Survival-Games-Trick, Leute. Zack und easy, bumm, sind wir schon da, Alter, easy. Okay, Leute, die Border verschwindet die ganze Zeit und taucht wieder auf, Hammer. Und so, unser nächster Plan ist, da haben wir sogar Heu, perfekt. Und die Hasen, die chillen da, also was die da machen, ist mir relativ. Und deswegen packen wir das Ding hier hin. Und was müssen wir als nächstes machen? Leute, ich weiß, ich verliere immer den Überblick. Ach, am besten bauen wir jetzt direkt zur nächsten Insel, weil die Insel bringt uns ja nicht wirklich etwas von den Ressourcen her. Okay, die Insel können wir uns auch schon holen, dann können wir direkt von dort aus weiter, weil ich denke, das da können wir noch nicht erreichen. Das sieht zumindest so aus. Leute, ich hau mal kurz den Shader raus, obwohl, ich weiß, okay, Hammer. Der Shader tut es einfach ausblenden. Was der Julians hier gemacht hat, das ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unnötig, aber nicht sehr passend, weil wir brauchen hier nicht unbedingt so ein Ding, sondern können da auch eigentlich einen normalen Zaun wieder hinpacken oder das hier. Das ist die provisorische Zaunersetzung, damit ich hier für den Übergang zwischen beiden Seiten hier auch einen Zaun nehmen kann, wisst ihr? Das ist nämlich dann viel besser, zack, damit die Tiere dort nicht abhauen. Und ich habe hier sogar einen Zaun, Leute. Ich sehe schon bestimmt, ey, wieso nimmst du nicht den Zaun? Okay, ich habe ihn erst jetzt entdeckt. Versteht ihr, was ich meine, Leute? Ich habe ihn erst jetzt den Zaun entdeckt. Deswegen packe ich hier den Zaun hin. Irgendwie kombinieren die jetzt nicht so gut oder harmonieren, besser gesagt. Aber egal. So, zack, 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 zack. Alter, gib dir jetzt mal den Autojump. Und okay, dann, also ich schätze mal, da ist die nächste Insel direkt, oder ich denke mal, dass da die nächste Insel ist. Deswegen bauen wir uns mal da direkt hin, Leute. Zack, 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 zack. Und Leute, wenn ihr euch fragt, wieso sind diese Folgennamen immer so unsynchron, wieso ist da mal die 1 und da die 3 und das hier ist die 5. Folge, weil es liegt einfach daran, dass die Folgen immer abwechselnd bauen und sie jeweils kommen. Kommen, 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 kommen. Okay. Chill mal, Bro. Okay? Chill mal, Bro. Chill mal. Ist da, also, soweit ich weiß, müsste da jetzt eigentlich noch ein anderes Hühnchen gewesen sein. Okay? Aber, weißt du, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Du alleine reichst mir völlig aus. Okay? Und ich hoffe jetzt einfach mal für dich, dass du da jetzt nicht wie so ein Verrückter runterjumpst. Ich hoffe es jetzt inständig, dass du da jetzt nicht einfach runterspringst, okay? Okay? Sind wir cool? Sind wir cool? Okay, wir sind cool. Okay. Das Ding ist hinter der Border, das ist super. Ich habe diese böse Vermutung, dass wir einfach, guck, 10 Chickens and don't burn them. Also, 10 Chickens. Ich lock das Ding hier mal ins Dorf am besten, weil das ist super, falls das, was sie da haben, wie wir überhaupt Dorf nennen können, Leute. Und so, zack, Alter, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben 5 Minuten noch, also sind wir gar nicht so schlecht in der Zeit. Und ich nehme es einfach mal, also ich weiß nicht, soll ich es da lassen oder soll ich es mitnehmen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber der Zaun hier, den nehme ich direkt mit, weil der ist wichtig. Den werden wir im späteren Verlauf locker irgendwann nochmal brauchen. Und zack, 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 zack. Und dort sind auch Kürbisse, das ist auch super wichtig alles. Ich guck mal auf die andere Seite, bevor ich das Hühnchen da mitnehme, ob wir hier irgendwie noch Blöcke haben, die wir irgendwie abbauen können. Zack, 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 zack. Okay, also scheint nicht so irgendwie, also zumindest nicht in Reichweite, ich weiß nicht. Machen die nicht nur diese Sprühgeräusche, wenn die in Reichweite, okay, die machen diese Sprühgeräusche immer. Haben wir eigentlich, soweit es geht, von vornherein
alle Fortschritte gemacht. Also ich glaube, dieser Redstone-Block hat irgendeinen Sinn, also für Command-Blocks oder so. Deswegen traue ich mich ehrlich gesagt nicht, den Redstone-Block abzubauen. Also ich traue es mich halt echt nicht, Leute. Deswegen lassen wir den Redstone-Block einfach ruhen. Aber Leute, ich frage mich echt, ist da noch ein zweites Hühnchen gespawnt und einfach direkt runtergefallen? Also ich weiß es nicht. Leute, ich glaube hier machen wir so einen kleinen Hühnchenkäfig. Also ich weiß echt, Julian, wird das jetzt direkt wieder stören, weil das sieht nicht so schön aus, Leute. Aber Schönheit ist nicht immer, steht nicht immer an erster Stelle, weißt du, Leute. Es geht um die inneren Werte, so. Und jetzt nehmen wir den Zaun, lege ich wieder zurück, weil wir den Zaun nicht mehr brauchen. Okay, was brauchen wir denn noch? Also wir werden wahrscheinlich so eine Zauntür brauchen. Deswegen Holz habe ich genug. Treppen brauchen wir für da hinten, weil das sieht echt nicht so schön aus. Ich sehe schon selbst, dass es nicht so überragend aussieht. Deswegen mache ich direkt mal ein bisschen mehr. Das brauche ich direkt mal ein ganzes Holz auf, Leute. Wisst ihr, man braucht es nicht. Und Leute, ich wollte mal eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, dass ich bald, also ein paar Tagen, habe ich genug Geld wieder. Und dann werde ich mir wahrscheinlich eine Webcam kaufen. Und dann habt ihr endlich Facecam-Aufnahmen, die viel besser aussehen als davor. Und was wollte ich jetzt wieder machen? Ich habe es wieder komplett vergessen. Und zwar, stimmt, den Hühnchenkäfig wollte ich mir jetzt erstellen. Hä? Hallo? Sind wir hier nicht in der Ding-Version, dass... Ah, okay, Leute, das ist irgendwie, in dem Texture Pack ist es nicht vorhanden, dass die Crafting-Rezepte daneben angezeigt werden. Okay, egal. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Ah, stimmt. Den Zaunregel, das hier. Okay, wir brauchen als erstes, wenn wir Sticks brauchen, Sticks, das ist extrem wichtig, dass wir uns Sticks holen. Sticks. Okay, und wo ist dann jetzt das Zauntor? Bam! Okay, wir haben es dann direkt. Ho. Leute, wir sind wieder richtig produktiv in dieser Folge. Wir nehmen es hier. Alter, ist es schon Nacht? Okay, noch nicht ganz. Ja, moin. Boah, da verschwindet einfach. Denkt sie auch nur, ich habe keinen Bock mehr. Leute, ich werde die Tiere auch wieder paaren bald. Insofern ich Lust habe dazu. Denn die Hasen, die springen sowieso immer wahllos runter. Da kannst du sowieso nicht viel machen. Okay. Du gehst mal ein bisschen weiter nach hier. Zack, die sind halt, weißt ihr, Leute, das sind wichtige, ressourcenhaltige Inseln, wo ich einfach... Zack, zack. Oh Gott. Ah, jetzt hier, das ist doch nicht so ein toller Übergang, aber... Zack, wir nehmen hier, zack, und dann bauen wir den hier hin. Ich weiß, Leute, das ist echt ein bisschen unnötig, ich weiß es selbst, aber was sein muss, es muss sein. Ja, als ob ich nicht an diesen Block rankomme. Es dauert noch so ein kleines bisschen, dann komme ich ran. Okay. Und es wird bald wieder Nacht. Deswegen, ich würde gerne das Crafting-Rezept hier wegmachen. Okay, danke schön. Deswegen, zack, Leute, Nacht. Und Leute, wenn ihr längere Folgen haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Weil ich versuche, sie nur 15 Minuten zu halten. Weil ich mir denke, Digga, Wer schaut länger? Wer guckt länger als 15 Minuten? So jetzt von dem her. Wir haben nur noch eine Minute. Deswegen in dieser einen Minute versuchen wir mal, hier irgendwas Produktives noch zu machen. Okay? Super. Weizenkörner nehmen wir mal mit, Leute. Also ich werde auf jeden Fall gucken, ob das normal ist, dass es, wie heißt es, dass da nur ein Hühnchen gespawnt ist, Leute. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir bringen dieses Hühnchen schnell in seinen Käfig und dann beende ich die Folge. Komm. Alter, das wird jetzt wieder eine Aufgabe. So. Also, zack. Kriegst du es hin. Super, Alter. Diese Hühnchen, die sind viel besser als die Hasen. Die jumpen nicht in der Gegend rum. Na, du bist ganz gechillt, Alter. Wenn ich die später esse, ich werde dich so vernaschen. Jetzt komm mit. Komm, Leute. Und ich wollte nochmal fragen, Leute, wie ist eigentlich das letzte Video bei euch so angekommen? Fandet ihr das gut so vom Schnittstil her? Fandet ihr das Thumbnail gut, Leute? Wisst ihr, ich brauche immer so eine kleine Rückmeldung von dem, wie ich gearbeitet habe, damit ich weiß, wie ich demnächst noch besser das machen soll. Leute, ich weiß echt meine... Oh Gott, mein Timer! Okay.
Ich weiß, meine Thumbnails sind alle noch nicht so optimal und super, aber ich versuche an mir zu arbeiten, Leute. Und deswegen sperren wir mal dieses Hühnchen in den Käfig, Leute. Zack, zack, rein. Alter, ich weiß schon, wie ich die Folge nenne, so Chicken ist da. Okay, Leute, das soll es vom Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir in einer Bewertung. Schaut euch die anderen Videos auf meinem Kanal rein und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, mach's gut und ciao.